Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Planet Zoo. Heute bauen wir ein Gehege für den indischen Elefanten. Dafür habe ich mir überlegt, einen Innen- und einen Außenbereich zu bauen. Und wir fangen hier jetzt mit dem Innenbereich an. Und dieser sollte so eine Art Dom werden, also ein rundes Gebäude. Mein erstes rundes Gebäude. Ich habe sowas vorher noch nie gebaut und habe jetzt mal ausprobiert, wie das Ganze geht. Habe dafür sozusagen eine Wand hochgezogen, so wie sie sein soll. Dann habe ich diese Wand kopiert und einmal um 15 Grad gedreht und dann an die andere Wand angelegt. Und das habe ich dann sozusagen immer wieder weiter wiederholt. Und am Ende sollte es dann eigentlich einen runden Kreis ergeben. Man kann natürlich die Gradzahl auch noch niedriger einstellen. Ich weiß gar nicht, ob es bei Planet Zoo geht oder wie das geht. Habe ich jetzt auch nicht ausprobiert, weil mir halt diese 15 Grad völlig ausgereicht haben. Und je geringer die Gradzahl, desto größer wird natürlich der Radius von diesem Dom. Aber mir haben diese 15 Grad eigentlich erstmal völlig ausgereicht. Ich wusste auch gar nicht, wie groß der indische Elefant ist, weil ich ihn vorher noch nie freigelassen habe. Aber ich wollte jetzt auch nicht so mega riesig bauen, weil das Ganze sonst einfach viel zu lange gedauert hätte. Als der Grundriss von dem Dom fertig war, mussten wir natürlich auch noch einen Eingang für die Elefanten bauen, damit sie auch rein und raus gehen können. Und da war ich mir auch sehr, sehr unsicher, wie groß ich das Ganze machen muss, weil ich halt nicht weiß, wie groß das Tier im Endeffekt sein wird. Aber ich habe jetzt erstmal das Ganze versucht, einen breit zu machen, in der Hoffnung, dass die Tiere da durchpassen. Falls die Tiere dann doch einen größeren Eingang brauchen, kann ich das ja im Nachhinein ohne Probleme auch noch ändern. Das Ganze, wie ihr seht, habe ich alles in diesem indischen Stil gemacht, mit diesem Sandstein oder was das ist. Und das Gute war, in der Beta gab es halt schon diese ganzen indischen Deko-Elemente. Deswegen hatte man da wirklich ein paar mehr Möglichkeiten, das Ganze zu gestalten. Während ich im Hintergrund noch so ein bisschen an dem Eingang arbeite, können wir nochmal über eine sehr erfreuliche Sache reden. Nämlich sind es von heute an, wo das Video rauskommt, nur noch genau 2 Wochen, bis dann die Vollversion von Planet Zoo endlich released wird. Ich freue mich mega darauf. Ich vermisse das Spiel sehr. Ich will unbedingt weiterspielen. Vor allem ist das Gute, wir werden mit der Vollversion auch eine richtig schöne Kampagne haben, mit der wir sicherlich einige coole Livestreams zusammen erleben können. Und natürlich werden wir den Sandbox-Modus haben, wo wir alle Deko-Elemente freigeschaltet haben, alle Tiere und so weiter und so fort. Da werden wir uns richtig austoben können. Da werden wir richtig coole Motto- und Themenzoos bauen können. Und diese können wir dann auch perfektionieren. Das heißt, wir können richtig viel Zeit investieren, um das Ganze perfekt zu gestalten. Und nicht so wie in der Beta hier. Alles so ein bisschen mit diesem Zeitdruck im Hinterkopf, weil ja die Beta halt zeitlich begrenzt war. Da freue ich mich wirklich mega drauf, wenn ich mir dann wirklich die Zeit nehmen kann, die ich gerne hätte. Aber gehen wir jetzt nochmal so ein bisschen darauf ein, was ich im Hintergrund baue. Ich habe den Eingangsbereich jetzt fast fertig, habe den eigentlich relativ simpel gestaltet. Links und rechts eine Säule, oben so einen vorgefertigten Torbogen und fertig ist der Eingangsbereich. Ist simpel, aber ich finde ihn eigentlich ganz schick. Jetzt fülle ich hier nur noch die Lücken aus mit diesen Balken, sodass man da nichts mehr sieht, dass die Wand wirklich so aussieht, als wenn sie an der Säule endet und angrenzt. Und damit ist dann der Torbogen oder Eingangsbereich fertig. Dann baue ich als nächstes an den Dom direkt nochmal so eine kleine Mauer. Da soll später ein Gebäude für die Besucher hin, von der sie dann die indischen Elefanten beobachten können. Dafür platziere ich jetzt auch direkt an die Mauer so einen kleinen Weg, wo die Besucher dann sozusagen hochlaufen können und so einen kleinen Balkon haben, von der sie eine sehr, sehr gute Sicht auf die indischen Elefanten haben und natürlich in Sicherheit sind, weil die Elefanten sollten da oben eigentlich nicht ankommen mit ihrem Rüssel. Als nächstes kommt dann natürlich einmal die Umzäunung oder die Festlegung von dem Gehegebereich. Dafür mache ich natürlich einmal diese Mauer, die wir schon vorgefertigt haben, mit so einer unsichtbaren Barriere. Und dann geht von da aus der Zaun dann weiter, einfach in so einem kleinen, ja, wie nennt man das, einfach so ein
ja, Viereck mit abgerundeten Ecken, würde ich sagen. Den Dom müssen wir natürlich auch einmal extra abstecken. Das mache ich hier alles mit dieser roten Wand erstmal, weil ich finde, damit geht das irgendwie am besten. Und im Nachhinein kann man dann die Zaunfarbe immer noch ändern. Im Dom natürlich an sich wird das Ganze in auch diese durchsichtigen Barrieren geändert. Und im Außenbereich wird das Ganze zu Holz geändert und dann auf 4 Meter angehoben. Und jetzt, wo der Grundriss von dem Gehege steht, können wir schon direkt zur Innengestaltung von dem Gehege kommen. Dafür habe ich schon mal so einen kleinen Wasserbereich ausgehoben. Das habe ich für euch rausgeschnitten. Und dann legen wir natürlich wieder mit einem meiner Lieblingsdeko-Elemente los, nämlich einem Wasserfall. Ich finde Wasserfälle in Planet Zoo wirklich, wirklich cool. Die sind halt auch immer so ein richtiges Highlight für so ein Gehege, so ein richtiger Mittelpunkt. Da steckt so ein bisschen Bewegung drin. Das Ganze ist nicht so starr und steif wie alles andere. Und deswegen ist es einfach so ein richtiger Hingucker immer. In unserem Dom an sich war es natürlich jetzt gar nicht so einfach, weil der Platz natürlich sehr begrenzt war. Und ich wollte auch noch unbedingt in diesem Dom direkt so ein kleines, oder so ein, was heißt klein, ne? Für die Elefanten braucht man natürlich sogar schon einen etwas größeren Schlafbereich. Und deswegen wollte ich hier mit dem Wasserfall natürlich auch nicht zu viel verschwenden hier. Beim Bau von so einem Wasserfall kann man sich natürlich kreativ richtig austoben. Also es gibt da wirklich viele verschiedene Varianten, wie man den bauen möchte und sowas. Ich finde es aber eigentlich immer besonders wichtig, dass man inmitten des Wasserfalls nochmal so ein paar Kanten hat, wo das Wasser nochmal aufprallt sozusagen, weil dadurch einfach der Wasserfluss noch so ein bisschen spannender und interessanter wird. Deswegen achte ich auch immer darauf, dass immer unten so ein bisschen, das sieht man jetzt auch schon da in der Mitte so ein bisschen, dass da immer nochmal so eine Kante vom Stein übersteht, wo ich dann sozusagen das Wasser nochmal sprudeln lassen kann. An sich ist es gar nicht so schwierig, einen Wasserfall zu bauen. Und man hat halt wirklich drei verschiedene Düsen. Einmal diese oben sprudelnden Düsen, dann den Wasserfluss an sich und das, was unten aufkommt sozusagen. Und die gibt es dann nochmal in verschiedenen Stärken und Breiten und sowas. Und damit arbeitet man dann im Endeffekt und kann die eigentlich relativ gut kombinieren. Wichtig ist natürlich auch immer, dass ihr die Düsen im Stein direkt jetzt versenkt. Und jetzt seht ihr ganz gut, was ich vorhin angesprochen habe. Jetzt kann ich nämlich nochmal auf dieser Kante, die ich da hatte, nochmal so eine Sprudeldüse, die eigentlich für oben geeignet ist, platzieren. Dann sieht es so aus, als wenn das Wasser einmal noch auf diesem Stein in der Mitte aufkommt und dann ist der Wasserfluss gleich viel, viel spannender, als wenn es einfach nur stumpf nach unten fließen würde. Dann habe ich mir nochmal den Wasserbereich an sich unten vorgenommen. Der war mir noch ein bisschen zu tief, weil natürlich der Dom sehr, sehr klein ist. Ich habe auch erst überlegt, ob ich das Wasser vielleicht irgendwie nach außen fließen lassen soll von dem Dom jetzt aus. Aber das habe ich dann doch sein gelassen. Ich habe mir einfach so gedacht, ich kann ja draußen auch nochmal so ein bisschen größeren Wasserbereich für die Elefanten machen, wo sie dann auch mal wirklich baden gehen können und sich abkühlen können. Und in dem Dom ist dann halt einfach nur so ein kleiner Wasserfall, wo sie dann auch mal mit den Füßchen ins Wasser gehen können und sowas. Aber an sich war der Bereich, beziehungsweise der Wasserfall und der Wasserbereich, soweit jetzt fertig. Jetzt ging es eigentlich nur noch um die Deko. Ich habe jetzt noch einige Felsen platziert, einige Pflanzen und das Ganze so ein bisschen gestaltet.
Und dann kommen wir nochmal zu einem kleinen Realtime-Partier aus unserem neuen indischen Elefantengehege. Ihr habt gesehen, wie wir das gebaut haben, zumindest den Anfang hier, den Dom haben wir schon eingerichtet. Da wird in der nächsten Folge auch noch ein Dach drauf kommen, wahrscheinlich ein Glasdach, damit die Sonnenstrahlen und das Sonnenlicht hier auch schön reinkommen, weil ich glaube, das mögen die Elefanten. Ich hoffe, die können hier da durch das Tor durch. Da bin ich so ein bisschen bedenken, ob das zu klein ist, das weiß ich nicht. Und ich hoffe, dass der Platz allgemein ausreicht. Also das ist jetzt nicht das größte Gehege, aber ansonsten müssen wir das Außengehege so ein bisschen vergrößern, würde ich sagen. Und ja, das werden wir auch in der nächsten Folge dann einrichten. Dann werden wir hier noch ein paar Besucherattraktionen machen, wo die Leute dann die Tiere auch besichtigen können und sowas. Das ist zumindest der Plan. Freue ich mich schon sehr drauf, aber ich würde sagen, wir schnacken jetzt gar nicht lange und suchen mal eben hier unsere indischen Elefanten und lassen die frei. Ich habe die tatsächlich noch nie freigelassen. Ich weiß nicht, wie die aussehen. Ich freue mich da aber sehr drauf, weil Elefanten sind echt tolle Tiere. Nicht wundern, hier oben in meinem Zoo geht es drunter und drüber so ein bisschen, weil ich mich da gar nicht mehr drum kümmere, was mit den Tieren ist, weil ich will einfach nur noch so viel bauen, wie es geht und so viel aufnehmen, wie es geht, weil ich einfach noch sehr viel testen möchte, bevor die Beta vorbei ist, weil ich vermisse das Spiel jetzt schon sehr, muss ich sagen. Aber ja gut, wir werden es überleben. Ist ja nur ein Monat, dann können wir wieder weiterspielen. Aber mal gucken, wie viele Videos ich noch für euch aufnehmen kann. Ich versuche noch so viel vorzuproduzieren, wie es geht, damit wir die Zeit bis zur Originalversion dann überbrücken können. Da kommt schon unser fleißiger Mitarbeiter angelaufen und bringt unsere indischen Elefanten. Und dann zeig mal her das gute Stück. Tada! Oh! Der ist ja süß. Und tolles Tier. Schaut ihn euch an. Finde ich wundervoll. Sieht cool aus. Ich wüsste jetzt nicht, welchen ich cooler finde, wenn ich mich zwischen den afrikanischen und den indischen entscheiden müsste. Okay, der scheint gar keinen Bock auf sein Gehege zu haben. Alles klar. Ist gerade ganz schlecht. Das geht ja gut los hier. Was ist denn? Gehege ist gar nicht zu klein, aber ja gut, das gefällt ihm halt noch nicht. Ne? Ich mache mal kurz auf Pause, Leute. Er hat hier direkt das Gehege zerdeppert, das ist ja super. Aber wir sehen schon, also das Gehege ist, oder? 10.051 von, wieso zeigt denn der Grün hier an? Okay, das ist anscheinend nicht ganz ausreichend, so wie es aussieht. Also es ist ein bisschen zu klein und das Wasser zeigt er auch nicht an. Also ich nehme mal an, dass der Eingang hier nicht ausreichen wird. Ne? Wir können das mal eben testen. Indem wir hier das anklicken, wegmachen, das wegmachen. Ich hoffe, jetzt kann er hier durch. Wir machen gleich rückgängig. Die Gestaltung will ich hier nämlich nicht abreißen eigentlich. So. Testen wir mal eben. Aktualisiert sich das jetzt schon? Kurz auf Play machen. Müsste der eigentlich einen Wasserbereich anzeigen. Das ist gestiegen, aber der zeigt kein Wasser an. Warum? Ist das Wasser nicht tief genug? Oder woran liegt das? Das werden wir dann, denke ich mal, in der nächsten Folge rausfinden. Also wir müssen auf jeden Fall den Bereich größer machen und natürlich gestalten. Ihr seht ja, was für große Tiere das sind, ne? Also der Außenbereich muss definitiv größer werden, weil den Dom werde ich nicht noch größer machen. Der reicht eigentlich aus. Dann müssen wir uns halt nur einen Eingang überlegen und das mit dem Wasserproblem so ein bisschen fixen. Aber ich denke, wir haben diese Folge schon gut was geschafft. Und ich glaube, das Gehege hat auf jeden Fall Potenzial. Ich freue mich darauf, weil das sind wunderschöne Tiere und ich finde, die haben ein wunderschönes Gehege verdient. Und die gar keine Stoßzähne? Die Weibchen? Anscheinend nicht. Naja, ist ja auch egal. Ich hoffe, das Projekt oder diese Folge hat euch gefallen. Dann würde ich mich selber ein Like freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr gerne den Kanal abonnieren. Und beim nächsten Mal werden wir uns dann darum kümmern, dass es den Elefanten gut geht, würde ich sagen. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.